Ameisen, Tiere, Animals, Natur, Selmgensi, Seltsamgensi. Autor D. Seltsamgensi. Ameisen, Formicidae, Althochdeutsch Ameiza, Abschneiden, sind eine Familie der Insekten innerhalb der Ordnung der Hautflügler, Hymenoptera, Apocryta. Die Angaben zur Zahl der Ameisenarten schwanken zwischen 11.000 eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu und etwa 12.500 eckige Klammer auf 2 eckige Klammer zu, davon etwa 200 in Europa. Die ältesten fossilen Funde stammen aus der Kreidezeit und werden auf ein Alter von 100 Millionen Jahren datiert. Das Alter der Gruppe wird jedoch auf wenigstens 130 Millionen Jahre geschätzt. Eckige Klammer auf 3 eckige Klammer zu. Alle bekannten Ameisenarten sind in Staaten organisiert. Sie stellen die bedeutendste Gruppe eusozialer Insekten dar. Eckige Klammer auf 4 eckige Klammer zu. Typische Ameisenstaaten bestehen aus einigen hundert bis mehreren Millionen Individuen. Ameisenstaaten sind arbeitsteilig organisiert und besitzen immer wenigstens 3 sogenannte Kasten: Arbeiter, Weibchen, Königin und Männchen. Im Gegensatz zu anderen staatenbildenden Hautflüglern sind bei Ameisen die Arbeiter grundsätzlich flügellos, nur die geschlechtsreifen Weibchen und Männchen besitzen Flügel. Zur Paarung werden beflügelte Weibchen und Männchen aufgezogen, die den elterlichen Bau zeitgleich in großen Schwärmen verlassen. Nach der Paarung sterben die Männchen, während die Weibchen die Flügel verlieren und neue, eigene Kolonien gründen oder in den elterlichen Bau zurückkehren, in dem dann mehrere Weibchen koexistieren. Eckige Klammer auf 5 eckige Klammer zu. Ameisen bilden eine große Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen aus, von nomadischen Jägern, über Sammler und Züchter, bis hin zu Arten, die Pilze als Nahrungsquelle kultivieren, wie beispielsweise die Blattschneiderameisen, Atini. Einige Arten betreiben Sklaverei oder Sozialparasitismus, indem sie entweder Arbeiter anderer Arten versklaven, beispielsweise Formica sanguinea, oder indem ihre Weibchen in bestehende Staaten einer anderen Art einwandern und ihre Nachkommen von diesen aufziehen lassen, beispielsweise Anergates atratulus. 5 eckige Klammer zu. Eckige Klammer auf 6 eckige Klammer zu. Ameisenstaaten beeinflussen ihre Umwelt nachhaltig, sie tragen erheblich zur Umschichtung der oberen Erdschichten bei, unterstützen den Abbau pflanzlichen Materials, verbreiten Pflanzensamen, oder regulieren als Räuber die Bestände anderer Arthropoden.